Ich. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt bin ich etwas verwundert, ob ich jetzt im falschen Land lebe oder meine Vorredner. Ich glaube, wir müssen uns hier in diesem Hause, alle, wie wir hier sitzen, aber auch die Regierung, nicht verstecken von dem, was wir die letzten Monate auf die Beine gestellt haben im Bereich Bekämpfung von Fluchtursachen. Überhaupt nicht. Und da können wir auch mal Danke sagen an die Geschwindigkeit des Bundeskanzleramtes, weil der Staatsminister Roth da ist, an die Geschwindigkeit des Auswärtigen Amtes, weil der Staatssekretär Fuchtel da ist, an die Geschwindigkeit des BMZ, ja, hier in der Regierung, in der Steuerung, aber vor allem auch an die Beamten dieser beiden Ministerien in den Botschaften vor Ort, die ohne bürokratische Hemmnisse miteinander arbeiten und für die Menschen vor Ort, um die nämlich diese Debatte geht, die geflohen sind aus Syrien, in Jordanien, in der Türkei, im Libanon, versuchen, das Leben zu verbessern. Denen kann man Danke sagen. Und auf diese Ergebnisse, Frau Roth, und Sie haben das vor Ort ja mehrmals gesehen, können wir auch stolz sein, somit zu sagen, wir hätten nichts hinbekommen gemeinsam in dieser Regierung. Hat mit der Realität nichts zu tun. Das sind aber nicht nur wir in der Regierung, es sind auch die... Herr Mobersat möchte was sagen. Ja, ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie das zulassen. Ja, aber haben Sie das bestellt, oder? Ja. Bitte schön, Herr Mobersat. Herr Kollege Zech, danke, dass Sie die Frage zulassen. Ihr engagiertes Plädoyer, dass die Bundesregierung so viel gegen Fluchtursachen tun würde, ruft mich dann doch schon auf den Plan. Denn es ist ja so, dass es auch eine Reihe von Maßnahmen gibt, die relativ wenig mit Fluchtursachenbekämpfung zu tun haben. Das sind Abkommen mit Ländern wie dem Sudan, mit Äthiopien etc., wo es um Eritrea, wo es um sogenanntes Migrationsmanagement geht. Aber im Wesentlichen ist bei diesen Maßnahmen schon darum geht, da ist die EU vor allem am Ball, Polizisten auszubilden, auszurüsten. Also solche Maßnahmen finden statt. Mit Ägypten, einer Militärdiktatur, ist ebenfalls ein solches Abkommen in der Pipeline. Ja. Also mich würde schon interessieren, was haben solche Maßnahmen, wo die Bundesregierung mit Diktaturen zusammenarbeitet, um Migranten zu stoppen, um Flüchtlinge zu stoppen, was hat das bitte mit Fluchtursachenbekämpfung zu tun? Herr Mobersat, vielen Dank für diese Frage. Ich beantworte Sie jetzt am anderen Beispiel. Ich nehme jetzt mal die Waffenlieferungen an die Peschmerga-Kurden, gegen die Sie ja auch gestimmt haben. Die Frage, was hat Sicherheit, was hat die Ausbildung vor Ort mit Flucht zu tun? Bei der Frage, unterstütze ich ein Volk wie die Kurden im Nordirak, sich gegen einen Feind, die Islamisten SIS, zu verteidigen, dann sage ich ja, natürlich unterstützen die. Und wenn Sie sagen, denen dürfen wir nur Lebensmittel, Medikamente und Sanitärausrüstung liefern, dann sind die satt, sauber und gesund, bevor sie erschossen werden vom IS. Natürlich arbeiten wir mit Sicherheitspolitik. Und natürlich hat das was mit Fluchtursachenbekämpfung zu tun, auch einem Volk die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen. Somit sind wir tatsächlich auf ganz anderen Weg. Aber das wollte ich, ich war ja beim anderen Punkt. Jetzt habe ich die Regierung gelobt. Jetzt habe ich aber natürlich nicht nur sind wir mit Regierungen vor Ort, sondern auch mit Vereinen. Die großen NGOs sind vor Ort. Ja, das Rote Kreuz natürlich, der Rote Halbmond, aber auch kleine. Wir haben in Bayern eine ganz kleine NGO, die heißt Orienthilfe, die hervorragend seit Jahren im Libanon, in der Türkei, in Jordanien arbeitet. Ja, auch Unterstützung durch das Bundesverteidigungsministerium, Herr Staatssekretär, mit Feldküchen, mit ausgemusterten Feldküchen, mit denen man pro Tag jetzt für 1000 Menschen kochen kann, ein kleiner Verein. Das verdient unseren Respekt. Letzte Woche haben wir in Bar Elias in der Beka-Ebene ein Handwerkerhaus eingeweiht, das direkt an der Grenze zu Syrien jungen Flüchtlingen Handwerkerausbildungen ermöglicht, finanziert vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und von der Bayerischen Staatskanzlei. Das funktioniert doch alles vor Ort. Wir haben allein vom BMZ seit 2012 2017 3,5 Milliarden Euro für die drei großen Maßnahmen bereitgestellt. Minderung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern, Unterstützungen von Flüchtlingen im Aufnahmeland und Unterstützung von Aufnahmegemeinden, weil die Hauptaufgabe vor Ort, egal ob sie in der Türkei sind, in Gaziantep, in Nizip, in Kilis, ob sie im Libanon sind, in Karaun, in Tripoli sind oder ob sie einmal in Jordanien waren, dann sind es die Kommunen vor Ort, die die Aufgaben übernehmen und auch die unterstützen wir und somit sind wir als Deutschland
mittlerweile der zweitgrößte bilaterale Geber für diese Region. Und auch darauf können wir stolz sein, auch das hat diese Bundesregierung hinbekommen. Somit wir werden unserer Verantwortung nicht nur gerecht, sondern wir werden uns dieser Verantwortung mehr als gerecht. Und wir dienen der auch als Vorbild. Wenn ich mal die Regierungen in Frankreich mir angucke, mit 63 Millionen in London gegeben oder in Italien mit 43 Millionen im Gegensatz zu unseren 1,2 Milliarden Euro. Also, finanziell sind wir vor Ort, aber weil das die Kollegin Roth vorher angesprochen hat und Sie auch, Frau Hensel, was machen wir denn? Wir teilen das Geld ja nicht mit der Gießkanne aus, sondern wir machen Projekte, die Perspektive schaffen. Cash for Work hat der Kollege Klimke schon angesprochen. Wir versuchen, die Infrastruktur aufzubauen, aber nicht für jemand, sondern mit jemand und auch mit der heimischen Wirtschaft. Und deswegen ist natürlich Freihandel, wenn er fair ist, ein richtiges Instrument. Und dafür kämpfen wir auch. Und natürlich müssen wir auch die Fluchtursachen bekämpfen, die getrieben sind durch Kriege in einer Region, in der wir Frieden brauchen, die getrieben sind durch Erschütterungen in der Sicherheitslandschaft, aber die wir auch getrieben sehen durch Menschenhandel, ja? Durch verbrecherische Organisationen, die es geschafft haben, dass im Jahr 2016 mehr Geld mit Menschenhandel auf dieser Welt verdient worden ist als mit dem Drogenhandel. Also wir haben es mit organisierter Kriminalität auch zu tun, Schleppern auch denen. Und auch das gehört zur Bekämpfung von Fluchtursachen, muss man das Handwerk legen. Und deswegen ist die Unterstützung für Frontex, die Unterstützung der Grenzsicherung hier ein wichtiger Schritt, damit die kein Geld verdienen mit dem Leben von Menschen, die sie aufs Meer hinausschicken. So, für mich ist wichtig, ich glaube, wir können uns nicht hinsetzen und zufrieden sein. Es gibt noch viel zu tun in allen diesen Regionen. Ich glaube aber, wir können mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, sind wir auf einem richtigen Weg. Nochmal danke an alle, die beteiligt waren. Und ich hoffe, dass wir diese Debatte nicht mehr allzu oft führen müssen, sondern dass die Ursachen vor Ort dann auch sich zum Besseren wenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Tobias Zech. Schönen Abend von mir, kleiner Rollen.